Jo, wieder da. So, wir waren ja gerade dabei, uns das so ein bisschen angucken. Also wenn, das hat schon Style. So ein Feuer, Pferdchen und dann mit der Waffe, das hat definitiv was. Aber ich weiß nicht. Assassin's Creed ist jetzt... Naja, lass mal das. Ist jetzt nicht so das Beste. Eigentlich hätte ich einen Aufnahmecut machen müssen. Naja. Na, machen wir jetzt noch ein bisschen. Oder ein bisschen länger. Mal schauen. Gehen wir wieder in den Animus zurück. Ja, wenn die jetzt wissen, wo die sind, wenn die ja nicht wiederkommen. Und niemand kann sie warnen. Hätte jetzt noch Vorkehrungen treffen müssen. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Na, aufgepasst. Naja, ganz sicher nicht. Hinsetzen und entspannen. Ja, nee. Kann man machen, brauchen wir aber nicht. Alle Männer langen mehr Eifer an den Tag, wenn sie gegen ihre Feinde vorgehen, als wenn sie mit ihren Freunden zusammenarbeiten. Und das ist ja eigentlich nicht so schön. Wie es wohl Hotefres und Chelut geht? Ich besuche sie mal. Zwei neue Quests. Bayek. Wir haben eine Allianz mit Pompeius, aber Apollodoros hat schlechte Neuigkeiten. Die wir verfolgt haben, waren nicht Kermos Mörder. Bastarde, ja. Aber es gibt zwei weitere Namen, die wir auslösen müssen. Den Skorpion und den Schakal. Mitglieder von Ptolemaios Garde. Ich treffe dich in Herakleion, sobald Phoxidas und ich unsere Marine-Mission abgeschlossen haben. Komm. Ich liebe dich mehr denn je, Bayek. Wir haben dieses Leben nicht gewählt. Aber das Schicksal hat dem Orden der Ältesten Tür und Tor geöffnet. Und wir müssen unsere Leben dafür geben, sie wieder zu schließen. Ah ja. Ich habe diese Scheißkerle getötet. Apollodoros muss davon erfahren. Auf nach Herakleion. Noch eine Mission. So. Na, darauf wird es hinauslaufen, auf die Quest. So, wir haben wieder zwei neue Ziele. Also wird es dann von 4 auf 2 dann sinken und dann nur noch einen. Aber ist auch okay. Mit 3, 2 wäre es vielleicht auch ein bisschen zu viel geworden. Wo will ich denn hin? So, wir haben immer noch zwei Hauptquests. Wir haben der Weg der Gabinania 7600. Ist jetzt in einer komplett anderen Richtung. Wo müssen wir denn dafür hin? Oben rechts. Okay. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann machen wir dieses Gebiet als nächstes. Ja. Aber da kriegen wir ja auch nur die Info, was wir machen müssen. Kann das sein? Dann würde ich das Gebiet hier unten erstmal einfach in Ruhe lassen. Die Gebiete und gucke erstmal, wo es danach dann weitergeht. Und dementsprechend gucke ich dann, was ich da mache. Dann werden wir das jetzt auch erstmal beiseite legen. Wir machen jetzt mit das hier. Verdammt, noch Ruhm haben wir, glaube ich, gerade frei. Ach nee, da ist das mit dem. Das können wir nicht machen, weil das in dem anderen ist. Das ist über... Das können wir auch noch nicht machen. Okay, haben wir erstmal nur Satyas Ruhe. Und dann die Hauptquest. Die Karte da oben wollten wir sowieso als nächstes machen. Da kommt uns das nur entgegen. Jetzt muss ich noch die richtige...
hier Quest aktivieren. Diesmal reiten wir aber hin. Diesmal reiten wir. 200 Meter kann man machen ohne, aber alles drüber ist, muss nicht sein. Also man hat jemanden, der währenddessen quatscht. Dann möchte man ja schön langsam sein, damit man auch möglichst alles erfährt. Das Grün sieht ein bisschen merkwürdig aus beim Reiten. Bewegung, aber ich finde, dass das das Oberteil zur Rüstung passt. Zu den Waffen. Das kommt gut dabei. Du da! Halt! Das dürfte ja eigentlich hier nur eine Anquatschmission sein. So rein von der Theorie her. Rein von der Theorie her laufe ich auch komplett falsch. Ja. Ist das ein Friedhof? Huttefresse. Was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Okay, er geht fremd. Oder gönnt sich. Ja. Huttefress, was soll das? Verschiedene Arten. Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß, ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Aber nur weil er nutzlos ist, dann fremd zu gehen, ist ja irgendwie keine Lösung. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodorus es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shadya tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shadya noch leben. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shadya liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Das Grün hat echt was. Gefällt mir. Auch wenn das Fell ein bisschen merkwürdig aussieht. Aber ich lasse es erstmal so. Renut. Schön, dich zu sehen. Renut? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuche es. Aber jetzt ich brauche starten. Noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich habe, was ich brauche. Toll. Was hätte er jetzt gebraucht? Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Renut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide. Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Mein Gatte,
Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch einst ein Kämpfer. Es ist wieder Zeit zu kämpfen. Du siehst das Verderben doch selbst. Es ist niemand da, der das Volk beschützt. Es ist noch nicht vorbei. Achso, darf ich jetzt? Aber eigentlich müsste er doch jetzt die Waffe nehmen und hinterher rennen. Naja. Aber ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich gebraucht hätte. Aber mit Sicherheit irgendwas von den Schrottgegenständen. Halt! Warum haben wir diese ägyptischen... Schöne Kombination. Alarm! Hier drüben! So, er ist weg. Wieder sofort abbaut, wenn ich ein Schild raushole. Schon merkwürdig. Der hängt mit seinem kleinen Bogen da. Oh, der ist da. So, wahrscheinlich tot bestätigen. Tod bestätigen. Ein Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hotefres mehr. Niemand wird ihn vermissen. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. Naja, vermutlich nicht. Weiß ja nicht so, dass das fast alle tun. Du lebst? Sie wollten Chenut ermorden. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakier geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Chenut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern. Aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Hä? Achso, jetzt wird erstmal die eigentliche Sache gemacht. Ach, eine Feder. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit. Das ist echt scheiße. Ist das gleich die Folge? Es ist wahr. Die Soldaten waren nur der Anfang. Dieser Kommandant ist ein Problem. Wir brauchen mehr Informationen. Wie weit geht diese Korruption? Sie könnte bis in Ptolemäus innersten Kreis reichen. Wir können keinem Philakes trauen. Das schaffen wir nicht allein. Wir brauchen das Fayum. Die meisten Bauern schweigen aus Angst vor den Soldaten. Doch sie sind aufgebracht. Es wird nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich spreche mit dem Bauern, den der Hauptmann bedroht hat. Wir verbreiten das. Ich kann das so einfach alles alleine machen. Schild doch mal eure Base.
Je mehr ich mir die Rüstung angucke, desto weniger gefällt sie mir. Das ist kacke. Aber das Grüne ist eigentlich voll nice. Was mit dem Fell und so, das ist echt gut. Schon nicht mehr. Keinen von den Dickhäutern gekillt. So, jetzt krieg ich die Belohnung noch nicht, weil ich ihn nicht gekillt habe. Sowas ist echt kacke. Wenn ihr schon in Gefahr seid, dann hört auch auf anzugreifen. Das ist ja voll fies. Ist ja nicht so, dass ich nichts mehr bräuchte, aber ich will sie trotzdem haben. Stimmt, apropos XP, wir sind ja bei Level Up. Ja, lauf halt nochmal gegen. Na, dann reden wir mal mit dem Bauer. Hi. Seni, ich weiß, was Sie getan haben. Nebet Renut riskiert sehr viel. Ich weiß zu schätzen, was sie getan hat, aber es wird nichts ändern. Tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Ich muss eine Menge Feuer entzünden. Dann lass mich helfen. Feuer? Reihe! Decision, gerecht! Wieso ein Feuer? Was machst du da? Deine Feuer entzünden. Du gibst nicht auf, oder? Reh wird deine Felder fruchtbar machen, Seni. Ich will. Geh weg! Meine. So, und jetzt hier schön fallen lassen. Mit alles in Brand gefüllt. Ich kann es nicht fallen lassen. Bitteschön. Es wird Zeit, sich gegen die Soldaten zu erheben. Hotefress kämpft mit euch. Hotefress? Der hat uns doch längst aufgegeben. Sein Vater war ein guter Mann. Gab seinem Sohn einen ägyptischen Namen. Dafür haben wir ihn geliebt. Doch er konnte ihm kein ägyptisches Herz geben. Hotefress bedeutet zufrieden in unserer Sprache. Doch das war er nie. Er überließ uns den Hyänen und Krokodilen. Doch Krokodile können besiegt werden. Der Hauptmann ist schon tot. Erhebe dich, Seni. Verbreite es. Du hast den Hauptmann getötet? Oh, du bist des Wahnsinns. Nun gut. Wenn ihr wirklich entschlossen seid, bin ich dabei. Ich sage es allen, Seni. Irgendwie hast du das Gefühl, dass ich gerade was übersprungen habe. Weil ich war ja in dem Gebiet mit Sicherheit schon. Entschuldigung. Ist das hier eigentlich ein Freudenhaus?